Studie zum Fracking vorgelegt. Das Umweltbundesamt bestätigt darin, dass die Gefahren dieser Technik groß sind. Die niedersächsische Landesregierung sieht sich durch die Studien ihrer Politik bestätigt. Das, was wir im Moment schon in Niedersachsen machen, die Förderung von Erdgas und auch das Fracking in konventionellen Lagerstätten Sandstein, das wollen wir weiter möglich machen unter strikten Rahmenbedingungen. Das Fördern von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten lehnen wir in Niedersachsen ab. Das Umweltbundesamt mahnt die Regierung zur Eile. Weil ein Komplettverbot von Fracking juristisch schwierig ist, fordert die Behörde sehr strenge Auflagen. Es käme einem Quasi-Verbot gleich, so würde ich es sehen. Also die Anforderungen wären so hoch, dass Fracking-Prozesse eigentlich wirtschaftlich nicht mehr interessant wären. Niedersachsen will jetzt das Wasserhaushaltsgesetz ändern. Für Trinkwasserschutzgebiete würde das Fracking dann keine Gefahr mehr darstellen.